Wieso lachst du? Aber du hast mir gesagt, ich finde das voll amüsant, weil du machst die gleiche Scheiße wieder. Weißt du, was du bist? Du bist die fakeste Person, die es hier gibt. Du bist fake. Was ist los mit dir? Du warst mal so ein korrekter Typ. Digga, du lachst. Ich hab wirklich gedacht, das wäre was Ernstes. Bei Temptation Island, ich hab dich exposed. Mit mir, tust auf eine, auf bla bla bla. Zwei Tage hat's gedauert. Offcam hatten wir schon was miteinander. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Ex on the Beach Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu der 7. Folge. Und bevor wir damit anfangen, wiederholen wir natürlich nochmal, was in der letzten Folge Wichtiges passiert ist. Zum Beispiel ist nämlich Laura dazugekommen, also die Laura von Mark Robin von Temptation Island. Aber du liebst ihn immer noch. Wenn ich Nein sagen würde, würde ich lügen, auf jeden Fall. Ansonsten hatten wir sehr viele unangenehme Momente wieder mit Dominik gehabt. Und ich weiß, das ist eigentlich auch nichts Neues. Aber was neu war, ist, dass er dieses Mal mit einem Lied überzeugen wollte. Erst Chiara. Chiara, Chiara, nimm meine Niere, Chiara. Und dann später auch noch Gabriela, also mit demselben Lied. Er hat mir auch das gleiche Lied gesagt, also wie bei dir. Was? Das gleiche Lied da, wo er komponiert hat. Gabi, Gabi, ich gebe dir meine Niere. Kurz bevor die Folge dann zu Ende war, ist auch noch Paulina ausgerastet, weil sie mal wieder eifersüchtig auf Carina und Yassin war. Ich bin nicht mehr verletzt oder eifersüchtig oder irgendwas. Ich bin einfach wütend, weil ich... Nee, ach, das ist doch, Freunde, das hat doch mit Eifersucht nichts zu tun. Und genau da müsste es jetzt auch weitergehen. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch hier viel Spaß mit der Reaction. Die ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und damit let's go. Ach, halt's Maul, Yassin, Alter, ehrlich. Hey, warte, warte, ganz kurz. Ey. Soll ich dann nach Hause jetzt gehen, oder was? Yassin, weißt du was? Das ist einfach eine verdammte Respektsache. Was? Weißt du was? Ich schwöre auf mein ganzes Leben, ich schwöre auf. Ich gönne euch das, darum geht's nicht. Ja, aber also, musst du dich genau vor meine Nase stellen und mit ihr rummachen? Wie wohnen hier? Yassin, geh doch um die Ecke, Alter. Hast du keinen Respekt? Ja, dann geh ich von dich, Yassin. Hä? Einfach Film. Aus dem heiteren Himmel. Du machst es eben. Ey, also das fängt ja schon mal gut an, ne? Die Stimmung ist auf jeden Fall sehr geladen. Und das, also von Paulina, das ist halt wieder, ja, das, was wir jetzt schon kennen, ne? Das ist der Respektsache, Freunde. Auf jeden Fall. Also nach wie vor leider irgendwie in der falschen Show gelandet. Aber soll ich weglaufen? Das will ich egal, wohin du gehst. Ja, wie soll ich mich, soll ich ein Taxi rufen? Por favor, el Taxi, el... Also ich glaube, die Folge bis jetzt ist auch einfach nur piep, 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 piep. El Taxi, el bitte, Carina, ich, el nach Hause, el Paulina, el Stresso. Ich wollte nochmal sagen, ey, der Ausraster galt gestern nicht dir, also gar nicht, sondern dem Yassin und der weiß auch genau warum. Aber es betrifft ja irgendwie Yassin und mich zusammen. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, ne? Also, irgendwie betrifft es ja schon beide. Ja, ja, ich habe ihm auch gesagt, ey, ich gönne dir dein Glück so, ne? Mhm. Lernt euch kennen, gar kein Problem. Ach, aber gar kein Problem. Ich hab's mehrfach, wirklich 5-6 Mal mindestens umgebeten. Ey, aber Yassin, nur bitte nicht direkt vor meiner Nase. Es ist, ich weiß nicht, wie man das nicht verstehen kann. Da kannst du ja auch 100 Mal drum bitten, aber das muss keiner respektieren und... Das wird auch manchmal einfach wirklich schwierig sein. Also klar, Carina, manchmal, vielleicht kommt manches schon so ein bisschen provokant rüber, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass es wirklich ihre Intention ist, sondern ich habe eher ein bestimmtes Gefühl und das sagt mir, dass Paulina sich da vor allem so krass drüber aufregt, weil man einfach sonst gar nichts von ihr sehen würde. Wenn dieser Ausraster nicht gekommen wäre, letzte Folge Paulina... Weiß ich nicht, hätte ich eigentlich gar nicht mitbekommen, dass die überhaupt dabei ist. Egal, also, wo wir Carina, sind, wir gucken ständig, wo du bist, also Carina, ich sag ob dir, du in der Nähe okay, bist. Aber Carina, ich sag dir alles. Wir nehmen Rücksicht. Von dir habe ich nie geredet, es geht um ihn. Ja, aber wenn du von ihm redest, redest du doch auch von mir. Ja, das ist irgendwie einfach nur eine ganz schlechte Manipulation, ja. Also, das ist halt so das Ding, so dich meine ich doch damit gar nicht. Wir beide, wir verstehen uns doch und so. Ich meine doch den bösen Yassin, da musst du mir doch zustimmen. Und er weiß das ja auch ganz genau, wovon ich rede. Ja, aber es funktioniert halt nicht. Tut mir auch leid, wenn dass du hier so mit reingezogen bist, dass du ein unangenehmes Gefühl hast. Aber natürlich, wir hocken nun mal hier alle in einem Haus. Mach einfach nicht vor mir rum, er macht es. Wie gesagt, Matthias, das ist eigentlich nicht. Sollen sie erstmal für sich klären? Gar keinen Bock.
Ich will gar keinen Stress mit dir haben. Tut mir auch leid. Ich hoffe, wir runter. Oh, es ist wirklich anstrengend, ne? Auch dann immer dieses so, es tut mir doch auch leid. Sorry. Und, ach, boah. Also, wenn ich mir das vorstelle, auch wenn man da gar nicht beteiligt ist, dann stehst du da morgen, du spülst da irgendwie die Teller ab und dann musst du dir das die ganze Zeit anhören. Das finde ich jetzt nicht so nice. Boah, es war nicht böse gemeint, dass ich dich gestern so empfangen habe. Ich bin einfach nur verletzt gewesen. Weil das Letzte, was ich gesehen habe, war, dass Yasin mich gefragt hat, aber küssen ist okay, ne? Ja, du weißt auch, dass Yasin überhaupt nicht mein Typ ist und du weißt auch, dass ich mit dir nicht rumtuschen würde. Ja, weiß ich, aber ich weiß auch, dass Maurice gar nicht dein Typ ist. Und du sagst auch, Maurice ist dein Typ. Ja, ich finde ihn attraktiv. Ja, schön. Und dann schläfst du direkt die erste Nacht neben ihm. Was soll ich dir sagen? Mit ihm oder neben ihm ist im Unterschied. Ja. Aber Abstand halten, Kollege. Puh, ich hätte mir einfach gewünscht, ich weiß, ich kann... Dass sie neben ihm schläft, bestimmt. Oder? Das nicht verlangen, aber dass sie nicht direkt am ersten Abend neben dem Typen schläft, den sie vermeintlich hier am besten findet. Ja, das ist ungefähr dasselbe. Sie kommt am ersten Abend direkt hier hin und pennt neben irgendeinem Typen, keine Ahnung, den sie angeblich auch toll findet, obwohl ich weiß, dass sie nicht auf diesem Monchi-Face mit, keine Ahnung, gebleachten Szenen steht. Tut sie einfach nicht. Ey, es tut echt gut, ohne Witz. Ja, ich bin Physiotherapeut, dann weißt du doch, ja. Ja, ich weiß. Heute Morgen... Das ist irgendwie... einfach so lustig mit dieser Brille, die er da auf hat. So eine brauche ich auch mal unbedingt. Dann komme ich noch glaubwürdiger rüber. Das ist wirklich so. Also wenn du sagst, du bist Physiotherapeut und dann auch noch diese Brille dazu auf hast, dann muss das einfach stimmen. Macht ihr Sport zusammen? Ja? Wir haben nein, ganz... ja, aber dann pass auf, hör doch zu, du machst genau dasselbe Workout, was wir immer gemacht haben mit denen. Ja. 20 Mal so die Knie zur Brust hin, okay? Und nicht absetzen danach. Ich finde das gerade richtig lächerlich, ja, wirklich. Wegen dem weißt Scheiß, du, das sind alles so Sachen, die triggern mich einfach. Ja, die triggern mich, Mann, was soll ich dir sagen? Aber cool, schön, dass du dich einfach wieder rumdrehst. Ich bin fertig, danke schön. Ich kann verstehen, dass ihn das verletzt hat, definitiv. Aber die Situation, wie er das angesprochen hat, das kann ich nicht nachvollziehen und fand ich in dem Moment lustig und lächerlich. Ja, das natürlich wirkt schon irgendwie so, aber ich muss auch sagen, ich kann ihn halt schon verstehen, dass ihn das triggert. Ich glaube, man sollte das einfach nicht so zeigen, weil sonst könnte es halt auch genauso aufgefasst werden wie von Laura. Und das spielt ihm da nicht unbedingt in die Karten, wenn er dann halt so todeseifersüchtig wirkt wegen einem Workout und weil sie vorhin oder gestern Abend noch mit irgendjemandem getanzt hat oder mit Yasin auch bei dem Date. Ja, und dass ja auch ihr Tanz war und wenn sie jetzt noch irgendwie hier das Lieblingsessen mit Roman isst, dann ist ja wirklich, also dann ist ja Weltuntergang. Mir geht's einfach darum, dass das Wunden aufreißt in mir, weißt du? Dass ja, ich Paulina, die versteht das, glaube ich, ziemlich gut. Und jetzt kommt so ein vollgepumpter, keine Ahnung, auf Testosteron-Macker hier um die Ecke. Und jetzt sagt sie auf einmal, ja, ich stehe auf ihn und dann macht sie noch ein Workout mit ihm und dann macht sie dies und dann macht sie das. Guck ihn mal an und guck mich mal an. Wenn, ja... Da ist kein... Nichts gleich. Nichts gleich. Aber jetzt sagt sie auf einmal, sie steht auf sowas. Wie fühle ich mich dabei? Ist jetzt Front an mich oder was? Keine Ahnung, willst du mich jetzt f***en mit der Aussage? Oder warum sagst du so eine Scheiße? Ey, der Arme, ne? Also Johnny war halt wirklich immer voll entspannt gewesen. Und seitdem Laura dabei ist, ist er wirklich wie ausgewechselt. Es ist wirklich krass, ne? Wie gesagt, ich kann das schon verstehen. Dass das jetzt dass das nicht als Provokation gemeint ist, ist ja wirklich offensichtlich. Ja, die hat sich das ja auch nicht ausgesucht mit dem Tanzen und das mit dem Workout. Ja, die denkt sich da nicht so, ah, jetzt provoziere ich mal Johnny, jetzt mache ich mal hier das Workout mit den anderen. Sondern die hat das halt einfach so gemacht. Aber es tut mir irgendwie leid für ihn, ne? Weil es ist scheinbar schon sehr schlimm für ihn. Deswegen hoffe ich, die klären das irgendwie. Oh. Das haben wir gemacht. Ein paar Leute haben sich in die Hose geschissen. What? Ich tue es auch immer kurz. Also jeder ist nervös. Jeder ist nervös, wenn das lacht. Dunkle Wolken legen sich über die Villa. Boah, das ist nicht normal. Es wird jemand Neues kommen, bin ich mir sicher. Johnny, Dominik und Maurice. Nee. Spätestens am Strand erlebt ihr ein wahres Gewitter. Ali wäre echt ein Drama, also wenn Ali auftauchen sollte. Aber muss ja nicht sein, dass sie jetzt kommt. Kann ja auch für euch wieder sein, ne? Also ich würde mich schon freuen, wenn vielleicht für Johnny noch eine kommt, mit der er es nochmal versuchen kann. Weil seine Ex Laura steht ja wohl auf mich, habe ich jetzt festgestellt.
Welche Haarfarbe haben die Leute? Deine Ex-Freundin ist brünett. Schwarzhaarig, meine, ja. Affäre ist braunhaarig. Deine ist blond. Blond. Oh, okay, dann wissen wir, wer kommt. Dann ist sie auf jeden Fall von Maurice. Ich hoffe auf blond, Bro. Da ist jemand. Warum guckst du nicht? Warum guckst du nicht? Kann man auch jetzt. Hey, ich bin Anastasia, ich bin 23 Jahre alt. Ich kann gut kochen und ich kann gut. Ich bin Stickmodel und mach nebenbei noch. Ich bin bei Ex on the Beach dabei, um meinem Ex ein bisschen die Zeit hier zu vermiesen. Oh, das klingt schon mal vielversprechend. Ich bin die Ex von Maurice. Ich nehme mir auf jeden Fall alles mit, was schmeckt und was lecker aussieht. Ja, das ist irgendwie schon so eine kleine Parallele zu Dominik, ne? Vielleicht kannst du ihn ja mal aufessen. Na, geht's dir aus gut? Bei mir, ja. Bei dir? Ja, geht. Dominik. Hi, Anastasia, freut mich. Wie geht's dir? Ja, Bikini auch. Ich habe auch ganz ehrlich mal einen kurzen Blick auf ihn geworfen. Opa, guck mal, ich mach schon den Kniefall vor dir. Hi. Danke, hi. Oh, du riechst gut. Rein optisch. Ja, da geht doch natürlich mal direkt ran, der Johnny, ne? Oh, da bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt's ja auch mal Stress mit Maurice. Auch guter Gesichtsausdruck gerade. Ist eine süße Maus. Hat gemachte Brüste. Hat gemachte Lippen. Bin immer noch todessauer auf dich wegen dem, was passiert ist. Was genau? Soll ich das jetzt alles aufzählen? Ich sag dann aber auch alles. Ne? Also sag die Wahrheit. Nein, erzähl du mal, was hast du zu sagen? Nein, dann sag du mal, du hast gesagt, dann sagst du auch alles. Erzähl mal, was hast du zu sagen? Sag, was du sagen willst. Nein, du sagst, dann sagst du alles. Los, erzähl mal, ich will mal deine... Ey, Freunde, also, was soll man da noch sagen, ne? Da. Das toppt wirklich alles, was wir bis jetzt hatten. Das ist wie ein Maschinengewehr. Ich will jetzt hier kein Dings. Ich will mit dir unter Führung, das will ich überhaupt nicht. Wie, du willst kein Dings? Du meinst, du erzählst alles. Also erzähl doch. Ja, dann los. Die Geschichten auf Instagram und so, wie du Chats löscht und hinter meinem Rücken schreist, den Club angemacht. Wir waren da erst 2 Monate oder so zusammen. Wir waren da noch nicht lange zusammen. Dann geht das ja. Eben, dann ist da doch kein Problem. Dann löscht man doch auch mal die Chats. Also das war jetzt kein gutes Gegenargument von ihr, ne? Das ist jetzt mal ein Punkt für Maurice. Also bisher auch der erste. Was hast du genau aber gemacht? Ich hab einfach mit dem Typen geredet. Nein, warte mal. Meine Schwester war dabei. Ja. Ich sag auch ehrlich, ich fand ihn attraktiv. Ich wollte mit dem reden. Aber ich hätte niemals irgendwas gemacht. Warum redest du mit anderen Männern da quatschen, die du attraktiv findest? Digga, du redest die ganze Zeit auf irgendwelchen Feiern mit irgendwelchen Weibern. Ich hab bis jetzt nicht verstanden, warum die beiden sich getrennt haben. Keine Ahnung. Bäh. Ich auch nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Ich bin sauer auf dich, weil du mir am Anfang vorgegeben hast, dass du mich wirklich willst. Ja, und ich habe wirklich gedacht, dass wir heiraten. Wollte ich doch. Ich wollte dich auch wirklich von Herzen, Anastasia. Du warst der Erste, den ich mit zu mir nach Hause genommen habe. Ich hab meinen Eltern immer gesagt, ich stell dir nur die Person vor, die ich wirklich heiraten will. Und das kann ich jetzt nicht mehr. In dem Moment war ich davon überzeugt, dass er der Letzte ist, mit dem ich etwas haben werde. Und ich habe mir das schon so ausgemalt. Das war keine Show, deswegen hat es mir sehr leid getan für sie. Und ich wollte sie kurz, wirklich, muss ich zugeben, in den Arm nehmen. Auch nur ganz kurz. Das wäre jetzt auch eigentlich die Gelegenheit für Johnny, das zu übernehmen, ne? Also wenn Maurice nicht möchte, dann könnte Johnny eigentlich. Irgendwann, weiß ich nicht, kam wieder so der Teufel über mich geführt. Und ich habe mich irgendwie eingeengt geführt ein bisschen. Es hat sich so angefühlt, als wären wir beide gegen den Rest der Welt. Und es war der Welt auch nicht mehr so. Das ist wirklich krass, wie sie das mitnimmt, ne? Also sorry, wenn ich da auch irgendwie lachen muss, aber... Ja, es ist schwierig. Da gibt's wohl Gesprächsbedarf. Und was sagt das Terror-Tablet zur Wetterlage? Anastasia hat noch einiges loszuwerden und ich gebe ihr jetzt die Chance dazu. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich würde viel lieber die Connection zu Laura und Chiara stärken. Das Model ist da. Maurice, seine Ex. Die den QR-Code auf dem Arm hat. Nein. Aber ich will ja wissen, was Sache ist. Ich will ja wissen, was in deinem Leben abgeht. Warum bin ich sonst mit dir zusammen? Und wenn du ein ganzes Wochenende weg bist, guck mal, wenn ich auf irgendwelchen Schwierigkeiten... Cash me if you can. Ich hab das gelesen, ich dachte so. Das ist ja ein Ding, ey. Ein QR-Code, der zu dem Fans führt. Schade, dass Dominik kein Handy dabei hat. Laber nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt jetzt. Mit dem hat keiner gerechnet heute. Laura
und Johnny. Ihr habt es geschafft, euch weg zu ignorieren. Ihr habt keine Lust, miteinander zu reden. Ich schon. Deshalb geht jetzt zu Date Cabana und redet endlich miteinander. Finde ich auch. Das ist eine sehr gute Idee, wirklich. Ich war halt auch kältern, du warst im Urlaub eine Woche, wir haben kaum geschrieben. Naja, es war ja kein Urlaub, ich war da ja zur Content-Produktion. Das ist ja übrigens auch ein Ding, ne? Ich war ja immer d'accord damit, weißt du selber, dass du das gemacht hast mit uns. Und ich musste es auch irgendwie tolerieren, weil du hast mir ja sehr viel bedeutet. Nein, mussten, nee. Ja, was soll ich machen? So, naja, ich hatte du kannst einfach sagen, hey, das passt mir nicht, ich will eine andere daten, ja, okay, fertig. Aber wollte ich nicht, ich wollte dich doch kennenlernen. Deswegen, da bin ich schon über meinen Schatten gesprungen. Okay. Das hat mich mies getriggert, immer diese ganze... Oh, ja, das ist halt schwierig, ne? Also, da hat sie schon recht damit. Natürlich muss ihm das nicht gefallen. Und wenn dem halt so ist, dann muss er sich jemand anderen suchen. Also, das gehört ja zu der Person mit dazu. Und dann ist er natürlich auch selbst schuld. Also, das ist aber halt leider häufig so. Am Anfang gibt es schon so Punkte oder Dinge, die stören einen so ein bisschen. Aber man guckt drüber hinweg. Man denkt so, ja, egal und so, nehme ich einfach so hin. Aber irgendwann... ja, kommt dann vielleicht der Moment, in dem man die halt nicht mehr so einfach hinnimmt oder nicht mehr so drüber hinweg guckt und dann werden die halt plötzlich doch zum Problem. Und das ist halt immer, wenn man am Anfang vielleicht denkt, ah ja, okay, ja, kann man jetzt nicht ändern und so, egal, ist drauf. Ja, ne, blöd gelaufen, würde ich sagen. Mich wundert's nur, weil du hast nie genau so vor mir darüber geredet und ich hätte mir das dann gewünscht. Wieso hast du mir gegenüber dann so getan, als wäre es gar kein Thema? Ich habe dir gesagt, lass mich aus der Sache raus. Ich hab's runtergeschluckt, sagen wir's so. So hast du dann mitgemacht? Du warst immer für mich da, ich war aber nicht für dich da. Ich habe am Ende nicht mal mehr gehört von dir, dass du mich vermisst oder dass du mich liebst. Ich habe dich geliebt, auch wenn wir es uns nie wirklich gesagt haben, weil wir gesagt haben, wir möchten das für einen besonderen Moment aufbewahren. Warte mal, die haben sich das nie gesagt, weil die das für einen besonderen Moment aufbewahren wollten? Also ich frage nur, ob ich das richtig verstanden habe. So müssen ja die wissen, ne? Aber das habe ich so auch noch nicht gehört. Aber wie gesagt, ne, ist ja deren Ding. Ich hoffe, die können das klären. Also bei denen würde ich mir schon irgendwie so ein Comeback wünschen. Also beiden würde ich das wünschen. Ja, ich liebe ihn auf jeden Fall. Ich liebe Johnny. Weißt du, wie gern ich einfach aufgewacht wäre und ich hätte dir in die Augen geguckt? Nein, und dann hätte ich dir in die Augen geguckt und dann hätte ich dich, wie damals, ich hätte dich angeschaut und ich hätte einfach, nein, hör mir zu. Und dann hätte ich dich einfach angeschaut und ich hätte einfach nur Bubi zu dir gesagt. Das hat eine sehr dolle Bedeutung für uns. Stark, ey, muss man sagen, wirklich, dass er das so deutlich auch sagt, ne, auch die Emotionen so zeigt und so. Es beruht ja auch auf Gegenseitigkeit bei denen. Habe ich dich in den Arm nehmen? Ich hab dich. Huh, Freunde, ey, da kommen ja auch gleich die Tränen hier, ja. Aber das ist schon mal ein guter erster Schritt. Also ich glaube, die können nicht viel machen, außer das zu probieren. Pass auf, als ich reingegangen bin, ich wollte dich eigentlich voll fertig machen, aber als ich das gesehen habe, habe ich mich nicht getraut. Warum wolltest du mich so richtig fertig machen? Ich verstehe das nicht. Ja, das Ding ist, also bei ihr merkt man halt schon, die möchte schon noch was von ihm. Ja, also sie merkt halt, es macht keinen Sinn, weil er auch mit dem Fans nicht klarkommt. Aber ja, so, ne, von ihrer Seite aus ist da schon noch was. Eine Frau, die habe ich gerne meiner Familie vorgestellt, auch meinen Großeltern, die schon sehr alt sind. Das ist meine Großeltern wissen, ey, der Junge hat eine gefunden, die heiraten will. Das Ding ist einfach, ich war wirklich sehr verletzt und ich sag dir ehrlich, es hat mein Ego gekränkt, weil ich habe mir sehr viel auf unsere Beziehung eingebildet. Und ich habe wirklich gedacht, das wäre was Ernstes. Und war aufgeknallt. Tut mir leid. Das ist halt kaputt gegangen, ne? So, weil die Gefühle nicht mehr da waren. Ja, da könnte man, die Gefühle waren nicht mehr da. Dann passt der Spruch leider nicht. Ich wollte jetzt sagen, manchmal reicht Liebe halt auch einfach nicht aus, ja. Das wäre übrigens auch ein guter Spruch, den man sich mal tätowieren könnte. Jo, wir sehen aus wie die Größte. Auf Dachlosen, Alter. Räumen, so, ja, tschüss. Aber weißt du, was ich an dir mag, dass wir auch so eine Situation lustig machen können? Ja, das ist ja auch witzig. Ging nicht, ne? Also wirklich, wir haben uns nicht gefangen. Es ist komisch. Ich kann nicht reden, aber das war's ja. Seit wann rauchst du? Ich hab dich noch nie rauchen sehen. Ich mich auch noch nie. Ich find's auch echt ein bisschen eklig, aber... Ja, ich find's auch ekelhaft, aber... Ja, warum machst du es dann? Weißt du, ich bin einfach nicht gut drauf. Ja, aber da muss man doch nicht anfangen zu rauchen, wenn man nicht gut drauf ist, oder? Oh Mann, ey, wirklich, er tut mir echt leid, ne? Ihn nimmt das so krank mit. Da waren auch gerade wieder ein, zwei Sachen, die mich so ein bisschen sauer gemacht haben. Bei mir? Ey, komm. Komm mit. Willst du quatschen? Ja.
Machen wir. Hier? Dass du dann wieder da mit Maurice sitzt und ein auf schönes Gespräch. Okay, weißt du, was ich gemacht habe? Was? Willst du wirklich wissen, was ich gemacht habe? Was denn? Ich habe das Gespräch besucht, um ihm zu sagen, dass ich kein Interesse daran habe, ihn weiter kennenzulernen, weil du gerade meine Priorität 1 bist. Mann, wenn er das gewusst hätte, ne, dann hätte er auch nichts gesagt. Scheiße, da ist er richtig schön in die Falle getappt. Es musste auch einfach so kommen, ne, dass er sich darüber jetzt aufregt und eigentlich hat sie dem anderen nur gesagt, dass sie kein richtiges Interesse hat oder Interesse an jemand anderem hat. An ihm. Was ein Tag heute. Das war auch gar nicht gelogen, was ich zu dir gesagt habe. Also, dass ich dich gut finde und so, dass ich dich kennenlernen würde. Aber ich möchte dir auch ganz offen und ehrlich sagen, dass Johnny gerade so mein. Dass es meine Priorität ist, mit ihm da erstmal zu gucken, in welche Richtung das wieder gehen könnte. Ich mach das auf jeden Fall, ne? Dass ich jetzt meine Priorität darauf setze, mit dir zu kommunizieren und zu gucken, was wir da wieder schaffen können. Das habe ich zu ihm gesagt. Ja, da siehst du einfach wieder, wenn Menschen Gefühle haben oder Emotionen im Spiel sind, dann interpretiert man viel falsch oder ja, ist man auch mal drüber. Ich fühle mich traurig, weil mein Herz für mich danach schreit, gefühlt einfach körperliche Nähe von ihm zu kriegen. Aber ich denke mir immer so, nein, Laura, lass dich bitte erstmal noch nicht auf was Körperliches ein, wenn nicht alles geklärt ist. Du bist immer noch die schönste Frau auf der Welt in meinen Augen. Ja, ist so. Also, dass wir sowas hier erleben, ja, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wirklich nicht. Vor allem, man denkt ja immer, das ist eigentlich so einfach bei denen. Also es gibt ja gerade kein Problem mehr. Aber irgendwie so ganz drauf einlassen kann sie sich zumindest doch noch nicht. Also jetzt noch nicht. Auch körperlich meinte sie ja jetzt, kann sie es noch nicht. Aber ja, ich glaube, die sollten einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Kleine Gesten, Aufmerksamkeit und das Gefühl von, du bist die Einzige und dich liebe ich. Ja, vielleicht hat das einfach gefehlt, dass die sich nie gesagt haben, dass die sich lieben, oder? Aber demnach hat sie es ihm ja auch nie gesagt, weil die sich ja für einen besonderen Moment aufheben wollten. Und das war wahrscheinlich auch genau der Fehler. Also, vielleicht ist das einfach die Lösung. Ich habe da nur ein Anliegen an dich. Was nicht? Frage. Dominik hat Gabi wieder belabert, ne? Ich will echt meinen Fokus jetzt nur auf dich setzen. Du wirst es sehen. Dass ich da jetzt nicht irgendwie flirte mit jemandem anderen bin oder so. Er hat ja heute sehr starkes Interesse an dir, Dominik. Ja, safe. Er hat mir auch wahre Worte da drüben gesagt. Er hat gesagt, ich habe gerade nur Interesse an dir. Also nur. Ja, Dominik versucht sich wirklich an jede ranzuschmeißen. Der hat echt den Vogel hier abgeschossen. Ich hätte Dominik anders eingeschätzt. Dadurch, dass wir die ganze Zeit die Gespräche haben, dass wir ehrlich zueinander sind und uns extrem cool finden, bin ich schon enttäuscht. Also ich meine, kann schon sein, dass Gabi hier seine Traumfrau ist und seine Nummer 1, ne? Seitdem, ja, da bin ich mir aber sicher. Aber ganz ehrlich, ich glaube ihm gar nichts mehr. Aber ich weiß gar nicht. Dominik, da habe ich auch was letztens gesehen mit irgendeiner, ich glaube, das war aber sogar Gab. Auf jeden Fall haben die da was gepostet mit demselben Essen oder so. Und demnach, glaube ich, könnte er da schon vielleicht wirklich mit ihr zusammen sein jetzt. Er sagt, er würde alles für mich machen, er würde auch woanders schlafen und so. Das tut wirklich weh, ne? Das ist halt dieses so, ja, wir haben gesagt, dass wir ehrlich zueinander sind. Er hat gesagt, dass er alles für mich tun würde. Wie kann man das nicht hören, ne? Wie kann man da die Warnsignale nicht raushören? Das verstehe ich nicht. Ich fühle mich einfach zu dir hingezogen. Ich kann mich nicht zu zwei Frauen gleichzeitig hingezogen. Nee. Auf keinen Fall. Ich finde dich einfach. Wow. Dominik, komm mal kurz her. Was? Du weißt, ich habe dir von vornherein gesagt, ich bin der gechillteste Mensch auf alles. Ja. Aber ich verstehe gerade nicht, dass du sogar, wie gesagt hast, so, sie ist die Nummer 1 und du würdest woanders schlafen. Nee, ich habe gesagt, so, wieso lachst du? Aber du hast mir gesagt, ich finde das voll amüsant, weil du machst die gleiche Scheiße wieder. Mit dir redet keiner. Du machst die gleiche Nummer jeden Tag. Können wir reden? Also sorry, also das ist ja grausam. Chiara, es ist auf jeden Fall vorbei. Also das kann ich zu 100% sagen. Ich habe kein Interesse mehr an Chiara. Ja, also die Chiara, ne, die hat's auch einfach verkackt bei ihm. Das ist kein Wunder. Da hat er kein Interesse mehr daran, ne? Das ist ja alle im Nachhinein sehen. Ich habe nie Nummer 1 oder Nummer 2. Was ist mit dir, Paulina? Weil du nur Sch*** redest, nur Sch***
bist nur hier, um Probleme und Stress zu machen. Weißt du, was das Ding ist? Du laberst Scheiße. So viel. Ihr werdet es eh sehen. So ihr werdet es sehen in den nächsten Tagen. Das ist nicht Dominik, so wie ich ihn kenne. Weißt du, was du bist? Du bist die fakeste Person, die es hier gibt. Du bist was ist fake. Los mit dir? Du warst mal so ein korrekter Typ. Digga, du laberst Scheiße. Es kommt nur aus deinem Maul. Ich kann hier vor allen sagen, guck mal, nicht alle drei Leute im Raucherbereich. Alle haben mich interessiert mich nicht. Ey, größte Lügnerin, die es gibt bei Temptation Island, ich hab dich exposed. Mit mir, two stuff, eine off, bla bla bla. Zwei Tage hat's gedauert. Off-Cam hatten wir schon was miteinander. Und nächste Woche bei Ex on the Beach. Oh, ey, was war das gerade? Was war das heute für eine Folge, frage ich mich. Also, so wild war es wirklich noch nie. Das war, finde ich, die beste Folge bis jetzt. Drama ohne Ende, Stress ohne Ende, Tränen, Dominik wieder mit seinen Sprüchen und boah, da bin ich wirklich mal gespannt, wie das nächstes Mal weitergeht. Mehr kann ich euch auch eigentlich gar nicht sagen. Also ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns auch morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.